Hallo Freunde der Sonne, und wie ich ja versprochen habe, geht's jetzt weiter mit der... Oh, genau, jetzt gehen wir nämlich die legendäre Quest ab. Wir haben jetzt das... Wir haben ja gestern die Suppe, oder in der letzten Folge die Suppe bekommen. Und die werden wir jetzt Khadgar bringen. Und dann kann er uns lecker Tee kochen. Oder einen Eintopf. Mal schauen, was er Schönes mit der Suppe macht. Ich sollte mich übrigens mal bei dem irgendwo am Gasthaus binden, damit ich nicht ewig hin und her fliegen muss. Ich glaube, das kann nämlich auch ganz lästig werden. Lästig. Das wusste ich ja noch gar nicht. Seit wann gibt's das denn? Flug unterbrechen. Hier lernt man noch, während man zockt. Wie sehen die wohl aus? Ach, schade. So, das sind wir schon. Wunderbar und Hallöle. Der Mond... Oh, das ist ja auch alles mysteriös. Der Mond löst sich einfach auf. Hier liegen schon wieder Skelette, was dann schließen lässt, dass sie wieder irgendein Ali Randale gemacht hat. Oder eben ein Hortler, je nachdem, wie man sieht oder was man meint. Ja, Entschuldigung. Manchmal habe ich auch Anfang. Was ist eurem Freund? Khadgar und Zibbe! Seid wachsam! Yo! Alter! Pass mal auf hier, jetzt will ich erstmal hier mit dir ein richtig geiles Selfie und meiner Truppe haben. Mit meinen Homies und dir. Ich weiß nicht, wie man den umdrehen kann. Yo, Khadgar! Cheese! So. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habt ihr das leider mit gesehen, ist egal. Ich glaube, jeder weiß, dass ich voll Schaden habe. Und geht in euch. Seid auf der Hut. Folgt mir, Kommandant. Ich bin von den Verlassenen. Sobald wir Gul'dan ausfindig machen, müssen wir eventuell schnell zuschlagen. Kommandant. Meine Augen sind offen. Ban Shalach. Om Eskis Kastolim. Nun zeig dich schon. Wo bist du? Moment. Was? Das machen wir mal so. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Er versteckt sich. Kontert meinen Zauber. Champion Terongos Tod muss ihn verunsichert haben. Ich dachte, ich könnte das jetzt ein bisschen geiler Aber treffen. Er weiß jetzt, dass wir nach ihm suchen. Wir brauchen... mehr Macht. Noch mehr? Wissen ist Macht. Ach so. Wissen ist Macht. Wir finden diesen Drachen. Tot oder lebendig. Was? Ach, die Quest geht ja noch weiter, stimmt ja. Naja, wollen wir weitermachen. Dann müssen wir jetzt ab nach Nagrand. Und da noch ein bisschen rocken. Oh, die Quest ist ein bisschen mies. Ja. Ja gut, dann mal auf Nagrand.
Verschwendet nicht meine Zeit. Ali. Ali. Ja. Hallo. Hab ich einen Dachschaden? Ach, Quatsch. Quatsch. So. Bring der Zukunft doch mal hin, ne? Übrigens habe ich immer noch vergessen, dass ich Healbot ausschalten wollte mit dem Charakter hier. Ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu fassen. Duren. Also die machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Die mache ich jetzt auf jeden Fall noch fertig, weil ich ganz nicht jetzt auch nicht mal abfade. Schnell hier. Könnt ihr mal zugucken, dann machen wir hier einfach hier. Tsching! Ach, ich finde das ja auch eigentlich immer schön, ne? So ein Screenshot muss man ja auch immer mal damit nehmen, ne? So. Ja, dann gucken wir mal gerade, wo wir jetzt hinkommen. Hinikumi? Ja. Verstehst du mich? Wagt es, mich zu beschwören. Er sagt es immer wieder. Und da ist Vivien. So. Kapka. Den müssen wir jetzt erstmal finden. Da geht's jetzt hin. Schalalalalalala. Schalalalalalala. Das ist der Kapka in Nagrand. So, dann dürfen wir mal gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt ja eigentlich schon fast alles erledigt. Die Quest ist jetzt schon ellenlang. Ellenlang, sage ich nur. Da sehen wir. Genau, pünktlich. Nee. Chromie. Ja, ihr wisst, was das bedeutet. Wir können dir viel lernen. Verpiss dich gerade mal. Crow wie die Maus. Das bedeutet Screenshot. Boah, ich finde die voll cool, die Kleine. Die ist so süß, so schnullig. Da machen wir erstmal richtig die Screenshot von. So, und weg hier. Jetzt geht's aber weiter. Entschuldigung, Leute. Ich finde es einfach schön. Mir macht das Spaß mit den Screenshots. Irgendwie. Hi. Folgt den der Hinweisspur den Berg hinauf, bis ihr Kalros Dormu. Kommt heil. Dieser Spur wird nicht einfach zu folgen sein. Geht zunächst nach Osten. Wir folgen euch in der Luft. Ja, we are following. So, da müssen wir hin. Dieser Zeitanomalien. Hä? Das war schon alles oder was? So, also wir sollen Zeitanomalien folgen. Wo sind denn die? Ah, da ist die nächste. Toll, hört man natürlich megamäßig.
Viel labern tut er ja nun nicht, Leute, ne? Seht Garrosh an. Seine Hände sind gefesselt. Aber er ist allein. Wann haben ihr und Kairos sich getrennt? Tja, Khadga, ich habe keine Ahnung, aber wenn er von da oben kam, müssen wir wahrscheinlich da oben weiter, wa? Gehe ich mal von aus. Jo, da oben ist die Zeitanomalie. The Time Anomaly. Oh. Oh, und ich hab jetzt mein Bett nicht dabei. Stirb. Oh. Ihr könnt mich nicht beherrschen. Natürlich kann ich dich beherrschen. Ich bin der Sökrischer. Ich kann alles. Wie geht's denn weiter? Da unten. Nächste Zeitanomalie. Wer ist das? Garrosh hat ihn ermordet. Aber wo war seine Leiche? Wir kommen näher. Mal schauen, wo die nächste Zeitanomalie ist. Außerdem regnet das hier ganz schön und ich habe meinen Regenschirm vergessen, so ein Scheißdreck. Ah, da hinten müssen wir hin. Wir sehen es schon. Jetzt gibt es keine Anomalie. Ist ja das? Ja, die letzte Ruhestätte von Kairos Dormu. Von Garrosh verraten im Moment ihrer Ankunft auf Draenor. Wir werden einen Weg finden. Tot gemacht. Hör an. Entschuldigt, dass ihr gleich so oft dem Tode nah sein werdet. Falls es euch tröstet, ihr werdet euch an nichts erinnern. Danke, Chromie. Du bist wie immer voll Schnafte. So kenne ich dich, auch schon früher. Oh, ich krieg das nie hin. Ich bin einfach zu doof. Zu mache ich jetzt auch nicht so. Leck mich doch am Arsch hier. Leck mich am Arsch. Okay. Ich kümmere mich um den Schaden. Ja, was machen wir denn? Healen können wir ja schlecht, ne? Seid wachsam. Sehr gut. Ich lenke Kairos ab, während ihr angreift. Ich werde eure Wunden ungeschehen machen. Supi! Sollte ich irgendwelche Attacken anwenden? Ihr seid nicht länger Kriegshandling. Ihr seid frei, weil ich es so will. Ihr lebt, weil ich es so will. Ihr geht zu eurem Vater und versammelt die alten Orc-Clans, weil ich es so will. Boah, was geht? Kairos, worauf wart ihr aus? Wozu brauchtet ihr eine Armee? Nicht nur eine. Unendlich viele Armeen in unendlich vielen Welten. Ich will unendlich sein. Ich hoffe, es wollen doch alle den Kampf stehen. Oh, jetzt.
kriege ich ein Problem. Ich muss hier raus. Die Attacke, die tötet einen. Habt es geschafft. Natürlich. Hier können wir viel lernen. Und es geht wieder zurück. Aber unsere Belohnung wollen wir uns noch holen. So sieht man sich wieder. Chromie. Ein Küsschen von dir. Es wäre so wunderschön. So. Ach, ich finde das immer so toll, diese ganzen Screenshot-Gedöns. Ich meine, da könnte er mich auch wirklich, ja, könnte. So, wo geht's hin? Zum Turm. Jetzt holen wir uns das, was uns zusteht. Wir haben einen Drachen besiegt. Haben einen Alp. Der Erzmagier wäre ohne euch verloren. Danke. Das sehe ich genauso. Wir werden einen Weg finden. Ich bin bereit, Erzmagier. Wir wollen mal, bevor ich die Quest abgebe... Kommt heil wieder. Ich weiß jetzt, wie Gul'dans Magie zu bezwingen und der Schattenrat zu enthüllen ist. Und wie? Aber wir brauchen mehr Macht. Wir werden dem Ogre-Imperium seine Artefakte entreißen müssen. Oh. Ich kann euch helfen. Verstärken wir die Macht eures Rings. Streckt eure Hand aus und tretet in das Licht. Die Hand aus. Ups. Verzeihung, ich hätte euch sagen sollen, dass ihr dabei ein bisschen sterbt. Arschloch. Schon wieder gestorben wegen dir, du Pfosten. Also hat wieder Schaden. Beobachtet und geht in euch. Jetzt kriegen wir ihn. Seid wachsam. Vermächtnis der Zauberkönig, was brauchen wir jetzt? Oh, 125 Dominanzsteine. Sei auf der Hut. Die Ogre dieser Ära sind nicht alle nur hirnlose Trampel. Heavy shit. Egal, einige wir haben den Ring. Von ihnen sind gefährlich schlau. Was gibt der eigentlich? Vielseitigkeit und Meisterschaft. Natürlich nur Scheiße. So, wir haben es geschafft, Freunde. Wir müssen jetzt weitermachen. Wir müssen den Kopf holen, wir müssen einen Kopf kriegen und wir müssen Runen sammeln. Ja, aber wie wir das hinkriegen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind hiermit erstmal wieder durch und haben die... Das erste Kapitel jetzt von Khadgars legendärer Questreihe durch. Und naja, im Endeffekt geht die ganze wilde Farmerei jetzt wieder los. Aber ihr dürft natürlich dabei sein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Tüdelü!